Das Mosellied gilt als inoffizielle Hymne der Stadt Trier. 1846 wurde es vom Trierer Domorganist und Komponist Georg Schmidt geschrieben. 2000 Jahre Schifffahrt auf der Mosel. Frau Dr. Bärbel Schulte zu einer imposanten Sonderausstellung im Stadtmuseum Simeonstift. Unsere Ausstellung bietet einen Überblick über 2000 Jahre Schifffahrtsgeschichte auf der Mosel, angefangen von der Römerzeit bis zur heutigen modernen Großschifffahrtsstraße. Der Anlass zu dieser Ausstellung war das 50. Jubiläum oder ist das 50. Jubiläum der Einweihung der Mosel zur Großschifffahrtsstraße, die 1964 am 26. Mai erfolgt ist mit den drei Staatsoberhäuptern. Das ist jetzt 50 Jahre her und wir zeigen in unserer Ausstellung schon die Geschichte vorher, wie sich das alles entwickelt hat, wie es dann zum Ausbau kam und was seitdem passiert ist. Das Ganze wird präsentiert auf den beiden Etagen unseres Neubaus in 5 Stationen. Wir versuchen natürlich, die ganze Geschichte auch lebendig zu machen. Wir haben insgesamt zwischen 300 und 350 Exponaten in Form von Gemälden, von Reproduktionen, Fotos. Wir haben interaktive Medienstationen und vor allen Dingen haben wir über 40 Schiffsmodelle, die ganz detailliert gearbeitet sind und die uns von privaten Leihgebern, von Modellbauern, aber auch von bedeutenden Museen zur Verfügung gestellt wurden. Dem Besucher soll sich der Zusammenhang von Transport, Wirtschaft, Verkehr und Schifffahrt erschließen. Die im Stadtmuseum dargestellten Exponate werden deshalb auf Europaletten präsentiert. Die Modelle werden nicht durch Glas gesichert, sondern haben einen Näherungssensor. Ein akustisches Signal ertönt, wenn ein Besucher einen gewissen Mindestabstand unterschreitet. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der ersten Station, von der Antike bis zur frühen Neuzeit. Hier haben wir Modelle nach Schiffen, die schon in der Römerzeit gefahren sind. Unter anderem ein wunderbares kleines Modell eines Frachtschiffs, wie es auf der Egeler Säule abgebildet ist. Das war so das typische Frachtschiff schon zur Römerzeit, denn bereits die Römer sind die Mosel entlang gefahren. Es herrschte ein reger Schiffsverkehr, nicht nur mit Tuchen, Salzen und Waren aus diesem Raum, sondern der ganze Nachschub für die römischen Truppen am Rhein verlief aus dem Mittelmeerraum über den Rhône-Saône-Weg, kleines Stückchen Landbrücke und dann von der Obermosel aus bis zum Rhein runter. Also hier wurden schon viele, viele Tonnen Güter verschifft. Eine Besonderheit ist auch ein Modell eines Lastprahms, das wir hier haben. Und auf solchen Lastprämen wurde sehr viel Baumaterial verschifft, unter anderem das Baumaterial für die Römerbrücke oder diese großen Granitsäulen in der Vierung des Domes, aus dem Urbau des Domes. Und natürlich auch Kalkstein von der Obermosel, der für den Bau der Stadtmauer benutzt wurde, die Sie ja unten im Kellergeschoss bei uns auch sehen können. Wir haben wunderbare Modelle aus der mittelalterlichen Zeit. Und ein wichtiges Thema in dieser Station sind natürlich auch die Moselkrane als Hebewerke. Trier ist ja die einzige Stadt in Europa, die gleich über 2 Hebekrane aus vorindustrieller Zeit verfügt. Und die Moselzölle, denn das war ein ganz, ganz wichtiger Einnahmefaktor in den Kassen der Territorialherren. Also die Kurfürsten haben ganz schön mitverdient und es gab mehrere Zollstationen entlang der Mosel, sodass sich um 1700 zum Beispiel der Warenpreis auf dem Weg von Metz nach Koblenz verdoppelt hat, weil überall abkassiert wurde. Sie hören im Hintergrund vielleicht dieses Kassenklingeln. Wir haben eine Projektion, auf der ein Schiffchen die Mosel entlang fährt und an jeder Stelle, wo eine Zollstation war, klingelt die Kasse. In der zweiten Abteilung unserer Ausstellung, die sich mit der Güterschifffahrt beschäftigt, berichten wir zum Beispiel über die Methoden, wie die Schiffe bewegt wurden, mit großen Starkstangen vorwärts bewegt, damit sie schneller waren als die Strömung und so eben noch steuerbar blieben. Und bergauf, also gegen die Strömung oder zu Berg, wie man das in der Schiffersprache nennt, wurden sie getreidelt. Zu Römerzeiten haben Sklaven diese Arbeit verrichtet. Später waren es dann Tiere, Pferde oder Maultiere oder die Frauen und Kinder der Schiffer, die eben die Schiffe ziehen mussten. Eine Tonne auf dem Wasser zu ziehen, ist ungefähr an Land 35 Kilo, so Pi mal Daumen.
Also es ist schon eine schwere Arbeit gewesen. Wir halfen die sogenannten Halbbauern, die sich eben Pferde hielten und die gegen Geld diese Treidelarbeit verrichteten. Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann die Dampfschifffahrt auf und von da an haben dann Dampfschiffe die Halbbauern oder die Halfen abgelöst und haben die Schiffe geschleppt. Dann kam es zur Schleppschifffahrt, bis dann so in den 1920er, 30er Jahren die Schiffe weitgehend dann motorisiert wurden. Wir haben in dieser Ausstellung oder in diesem Teil der Ausstellung einige wunderbare Modelle mit den typischen Moselschiffen. Man sieht den Bornachen, die Keine, das war das weit verbreitetste Schiff auf der Mosel, und das große Schiff. Und man sieht schon anhand der Ladekapazitäten, wie sich das weiterentwickelt hat. Der Bornachen konnte so 4-5 Tonnen tragen, die Keine erst so um die 70-75 Tonnen, dann so um 1900 schon über 100-170 Tonnen. Und das große Schiff war eben dann noch weiter, noch höher beladbar. Die Abteilung Personenschifffahrt beschäftigt sich mit dem Transport von Personen auf der Mosel. Und die frühesten Bewegungen verliefen ja nicht mit dem Fluss, also parallel, sondern quer zum Fluss. Mit kleinen Fährnachen und Fähren fuhr man von einem Ufer zum anderen, um die Nachbarn zu besuchen, die Leute auf der gegenüberliegenden Moselseite. Das waren so die frühesten Personenbeförderungswege. Im Mittelalter gab es dann natürlich die hauseigenen Personenbeförderung der Klöster und der Fürsten. Und diese doch recht luxuriöse Beförderung auf der Mosel war den Fürsten vorbehalten und den hohen Herrschaften, für die es natürlich viel, viel einfacher war, sich in einer schwimmenden Residenz fortzubewegen, gemütlich auf dem Wasser gleitend, anstatt in einem holprigen Pferdewagen zu sitzen und die schlecht befestigten Straßen entlang zu hoppeln und vielleicht in irgendwelchen zwielichtigen Gaststätten zu übernachten. Da zog man es dann doch vor, in so einem schwimmenden Palast zu fahren. Und eine Fahrt von Trier nach Koblenz dauerte 2 bis 3 Tage, bergauf etwas länger. Die Abteilung Schiffsleute beschäftigt sich mit den Menschen, die die Schiffe gefahren haben, die dahinter standen und die sehr, sehr früh schon ein überaus großes Standesbewusstsein hatten, weil es eine schwierige Aufgabe war, die Mosel zu befahren. Wir sagten das ja schon mit den vielen Mäandern und den Untiefen und Stromschnellen. Das war ein Wissen, das in den Familien, in den Schifferfamilien über Generationen immer weiter tradiert wurde. Und die hatten also ein ziemlich starkes Selbstbewusstsein und haben sich auch sehr früh schon zu Bruderschaften zusammengeschlossen, die Funktion von Zünften hatten. Es gab das Schiffsleuteamt, das am Hauptmarkt neben dem Gebäude, wo früher der Goldene Stern drin war, also so am Eingang der Fleischstraße, hatten die ein riesengroßes Zunfthaus. Und der Schiffsleutmeister war auch immer gleichzeitig Mitglied im Stadtrat. Wir erinnern in dieser Abteilung aber auch an Schicksale von Schiffsleuten, die zum Beispiel zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914, also vor 100 Jahren, mit ihren Schiffen in Frankreich unterwegs waren, was für sie natürlich völlig normal war. Sie waren ja international auf den Gewässern unterwegs. Die wurden in Frankreich festgenommen, interniert und Schiffe, Pferde, das ganze Inventar der Schiffe wurde beschlagnahmt. Die Schiffsleute selber wurden interniert in Lagern, teilweise die Frauen und Kinder über einige Monate, die Männer, solange sie jung und wehrfähig waren, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Die kamen dann erst Weihnachten 1918 wieder nach Hause. Und das war schon ein herber Schlag für die Schifferfamilien. Ich weiß, dass allein in Oberbillig 12 Schiffe samt Inventar requiriert wurden. Und das sind schon Schicksale, die dahinter stehen und die in dieser Abteilung auch erläutert werden.
Der letzte Teil unserer Ausstellung beschäftigt sich mit dem Ausbau der Mosel zur Großschifffahrtsstraße. Ich sagte es ja eingangs schon, vor genau 50 Jahren wurde die Mosel in einem Festakt feierlich eröffnet. Damals waren Bundespräsident Lübcke dabei, de Gaulle als Präsident der Franzosen und von Luxemburg war die Großherzogin Charlotte. Und die fuhren also gemeinsam mit einem Schiff die Mosel entlang und haben die Mosel als Großschifffahrtsstraße feierlich eingeweiht. Dem ging aber eine lange Zeit der unterschiedlichsten Versuche und Projekte voraus, in der man versucht hat, die Mosel schiffbarer zu machen für Frachtschiffe. Das fing an mit Niedrigwasserregulierungen und immer wieder haben die Franzosen vor allen Dingen gedrängt, die Mosel auszubauen, um die lothringischen Industriegebiete auch an den Rhein anzuschließen und an das europäische Wasserstraßennetz anzuschließen. 1956 kam es dann endlich zu dem Moselvertrag und das war ein Meilenstein in der Geschichte der europäischen Zusammenarbeit. Der erste Meilenstein war ja 1951/52 die Montanunion, die Robert Schuman ins Leben gerufen hat. Der Vertrag 1956 war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der europäischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. So wenige Jahre nach dem Krieg setzte man sich zusammen, Deutsche, Franzosen, Luxemburger, und handelte gemeinsam einen Vertrag aus, der den Ausbau der Mosel vorsah über eine Strecke von 271 Kilometern mit 14 Staustufen zwischen Thionville und Koblenz. Das wurde dann in einer Rekordzeit durchgeführt zwischen 1957/58, als die Bauarbeiten begannen, bis 1964, als dann die Einweihungsfahrt stattfinden konnte. Also innerhalb von nur 6 Jahren war aus diesem Fluss eine Großschifffahrtsstraße geworden, die sich für 1500 Tonnen Schiffe eignete. Es gab danach noch auf der französischen Seite weitere Ausbaumaßnahmen. Bis nach Neuf-Maisons wurden 14 weitere Staustufen gebaut. Und es wurde das Flussbett vertieft auf 3 Meter, sodass heute 4000 Tonnen Schiffe fahren können. Auf der Mosel werden heute 15 Millionen Tonnen Güter jährlich bewegt. Ungefähr 10.000 Frachtschiffe fahren übers Jahr die Mosel rauf und runter. Das ist schon enorm viel und die Mosel zählt wirklich zu den wichtigsten Wasserstraßen Europas. Für Smartphone-Nutzer gibt es die Möglichkeit, mittels eines Stadtplans 34 verschiedene Stellen, die im Zusammenhang mit der Mosel stehen, anzulaufen. Dort sind an Laternenpfählen oder Straßenschildern QR-Codes angebracht, die mit einer App des Smartphones historisches Hintergrundwissen vermitteln. Hierzu einige Beispiele. In der Fleischstraße befand sich 1886 das Zunfthaus der Schiffer und Treidelknechte, die auf der Durchreise waren. Die Moselstraße in Trier steht sinnbildlich für die Mosel, welche in den Vogesen entspringt und am Deutschen Eck bei Koblenz in den Rhein mündet. Der 1413 erbaute Moselkran diente zum Be- und Entladen der Schiffe. Es konnte eine Tragkraft von 2 Tonnen erzielt werden. Der Kran war bis 1910 in Betrieb. Die Sonderausstellung kann bis zum 1. März 2015 im Stadtmuseum Simeonstift in Trier besucht werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.museum-trier.de.